Hallo miteinander, ich bin Lukas Riffel. Ich mache hier in Plaston meine Lehre als Kunststofftechnologe und ich zeige euch heute mal, was ich den ganzen Tag so mache. Plaston macht hauptsächlich Kunststoffköpfer, aber auch andere Teile aus Kunststoff wie Abdeckungen für Kaffeemaschinen oder für Waschmaschinen. Ich als Kunststofftechnologe mache das alte Werkzeug ausbauen, das neue einbauen, den neuen Auftrag starten, die ganzen Teile, die nachher rauskommen, abmessen, Gewicht nehmen und nachher eine Schicht übergeben und schauen, dass die Teile super sind, dass sie schön aussehen und dass die Maschine ohne Probleme läuft. Ja, unser Team ist jetzt ein ziemlich junges Team. Das ist ziemlich gut und da versteht sich jeder. Da bist du wirklich erst aufgenommen, es wird alles gezeigt und es erwartet auch niemand, dass du von Anfang an alles kannst. Die wissen auch selber, wie es ist. Der Vorteil hier als Lehrmacher ist, es ist ziemlich ein kleiner Betrieb, es ist ziemlich familiär hier und halt Kunst und Technologie ist eine ziemlich gute Ausbildung. Es ist anspruchsvoll, aber gut. Ja, mitbringen muss man sicher Ausdauer, dann sicher ein gutes Verständnis für Technik und Mechanik, Chemie natürlich auch. Ja, und halt sicher Geduld, wenn jetzt gerade etwas nicht läuft. Ich mache am liebsten die schwierigen Sachen, die so der Maschine sind, so mit Pröbeln, dass du einen Fehler auf dem Teil hast und den aussuchen und schauen, wie man den beheben kann. Ich hoffe, der kleine Einblick hat euch gefallen. Wenn ja, kommt doch mal zu uns schnuppern. Das würde uns freuen.